Kulturminister Gernot Blümel ist jetzt am Wort. Danke, Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Zingel, zunächst mal ist diese dringliche Anfrage eine gewisse Besonderheit, weil wir da in der Problemanalyse und in vielen Fakten zu 100% übereinstimmen, was diese leidige Situation betrifft. Auch ich bin der Meinung, dass es wert sein muss und möglich sein muss, dass Weltkulturerbe in Wien, das Prädikat Weltkulturerbe und die Stadtentwicklung gemeinsam unter einen Hut zu bringen. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, als meine Heimatstadt vor circa 20 Jahren den Weltkulturerbe-Status beantragt hat, und mich dann auch gefreut, als die UNESCO den Welterbe-Status an die Stadt Wien verliehen hat, nämlich für de facto zwei Bereiche, einerseits die innere Stadt und andererseits auch das Areal um das Schloss Schönbrunn. Und insgesamt handelt es sich dabei, Sie haben es auch schon ausgeführt, um lediglich ca. 1% der Bausubstanz der Wiener Stadt. Und deswegen kann man wohl nicht sagen, dass Weltkulturerbe nicht unter einen Hut bringbar ist mit Stadtentwicklung. In diesem Befund stimmen wir hundertprozentig überein. Wir stimmen auch hundertprozentig überein darin, dass es eine gewisse Peinlichkeit darstellt, dass Österreich mit Wien gemeinsam nun dieser Situation ausgesetzt ist, dass die UNESCO das Weltkulturerbe für die innere Stadt auf die rote Liste gesetzt hat. Das heißt de facto, Achtung, wenn das so weitergeht, wird dieses Prädikat aberkannt werden. Und es ist deswegen auch so peinlich für die Politik, vor allem für die rot-grüne Stadtpolitik, weil das de facto weltweit in dieser Form kaum vorkommt. Natürlich passiert es immer wieder, dass Weltkulturerbe-Status Kulturstätten aberkannt werden, aber vor allem, wenn es Bürgerkriege gibt oder Naturkatastrophen, aber nicht, weil eine rot-grüne Stadtregierung nicht fähig ist, sich an das zu halten, was sie eigentlich selbst zugestanden hat, worum sie sich selbst auch beworben hat. Ich habe in meiner vorigen Tätigkeit als Stadtrat in Wien auch regelmäßig darauf hingewiesen, dass das so nicht sein kann, dass wir die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, um die wir uns selbst beworben haben, egal welche Stadtregierung das jetzt war, dass wir die doch einhalten müssen. Ich habe viele Gespräche geführt mit Vertreterinnen und Vertretern der UNESCO, von ICOMOS, auch mit dem Investor selbst. Und es ist immer wieder auch darauf hingewiesen worden, dass das jetzt der Tropfen war von Seiten der rot-grünen Stadtregierung, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn schon in den letzten 10 Jahren, über die letzten 10 Jahre hinweg, hat es leider Gottes immer wieder Beschwerden seitens der UNESCO gegeben, wie rot-grün mit den Bauvorschriften umgeht, vor allem was den ersten Bezirk betrifft. Und als ich dann vor circa 3 Monaten die Chance bekommen habe, der Bundesminister für Kunst und Kultur zu werden, wo auch die Administration des Staatsvertrages betreffend UNESCO beheimatet ist, haben wir uns sofort angesehen, welche Möglichkeiten gibt es da. Und das Erste, was wir getan haben, ist eben nicht so fortzuschreiten, wie es die Jahre davor passiert ist. Weil immer, wenn die UNESCO angefragt hat, einen Status-Report zu machen, beim Bundeskanzleramt ist dann die Stadt Wien gefragt worden. Die Stadt Wien hat eine Stellungnahme abgegeben und das Bundeskanzleramt hat diese 1:1 weitergeleitet an die UNESCO. Und dadurch war quasi die Meinung des Bundeskanzleramtes gleichbedeutend mit der Stadt Wien. Und diesen Teufelskreis haben wir durchbrochen, weil wir gesagt haben, auch wir wollen uns da einschalten und schauen, was ist denn tatsächlich Sache und wo könnten wir auch einen Beitrag leisten zur sachlichen Klärung der Situation. Denn, und das ist leider Gottes auch ein Faktum, die Gesprächskultur auf beiden Seiten, die hat es nicht mehr gegeben. Aufgrund von vielseitigen Verwerfungen, salopp formuliert, die waren gegenseitig angefressen aufeinander, die UNESCO und die Stadt Wien, und keiner hat mehr geredet miteinander. So. Und diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen, um die Möglichkeit zu wahren, dass der Weltkulturerbe-Status für Wien erhalten bleibt. Wir haben uns auch die rechtlichen Möglichkeiten angesehen und ich habe auch versucht, einige Gutachten, die Sie in der Anfrage zitieren, ausfindig zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, die Verfassungsklage ist die Ultima Ratio, die wir, wenn es nicht anders geht, wenn die Dialoge nicht zum Erfolg führen, natürlich anwenden werden. Aber sie ist der letzte Schritt. Sie ist der letzte Schritt vor allem auch deswegen, weil es unterschiedliche Expertenmeinungen gibt, ob sie von Erfolg gekrönt sein wird.
Und bevor wir dieses Mittel beschreiten und dann vielleicht zu einer Entscheidung kommen, dass es nicht möglich ist, per Klage eine Änderung herbeizuführen, möchte ich zumindest davor alles versuchen, auf diplomatischen Wege, im Wege des Dialogs, so vielleicht sicherzustellen, beide Seiten aneinander heranzuführen, um das Weltkulturerbe für Wien zu erhalten. Ich komme jetzt zur konkreten Beantwortung der 30 Fragen, die Sie mir heute Morgen übermittelt haben, und möchte mit Antworten zu Fragen 1 und 2 sowie 25 und 26 beginnen. Diese Vorgangsweise wurde von der Direktorin des Welterbezentrums in einem Schreiben vom 22. Februar 2018 ausdrücklich begrüßt. Es wird wörtlich festgehalten, dass man nach Konsultation des vorgeschlagenen Weges mit ICOMOS International in der Vorgangsweise einer ernsthaften Auseinandersetzung interessiert ist und dieses Thema auch so sieht. Das bedeutet eine tiefe inhaltliche Beschäftigung mit allen damit verbundenen Fragen und Aspekten. Dies ist nicht in wenigen Wochen erledigt. Es ist daher das Gesamtergebnis abzuwarten, bevor über allfällige rechtliche Schritte nachgedacht wird. Die Umsetzung ist folgendermaßen geplant. Es gibt drei Schritte, einen Expertenworkshop, ein Heritage Impact Assessment und eine Advisory Mission zum Historischen Weltkulturerbezentrum Wien. Die Durchführung hat begonnen mit einem Workshop am 14. und 15. März. Zur Frage 3 bis 5 darf ich antworten. Diese Frage wurde im Vorfeld der Übermittlung des State of Conservation Reports 2018 von der Ständigen Vertretung Österreichs bei der UNESCO direkt mit den Vertretern des Welterbezentrums diskutiert. Die Antwort war eindeutig. Die Eintragung in die sogenannte Rote Liste ist ein erster Schritt in Richtung der Aberkennung des Welterbestatus. Es ist der Start eines intensiven Dialogs. Dieser Dialog wurde eingeleitet und wird nun während des gesamten Jahres fortgesetzt. Zur Frage 6. Die Frage allfälliger rechtlicher Schritte hängt davon ab, in welcher Weise die Stadt Wien im Rahmen des für 2018 vorgesehenen Prozesses sich einbringt und welche Stellungnahmen sie zu den endgültigen Ergebnissen und Schlussfolgerungen abgibt. Es bedarf einer intensiven sachlichen Beschäftigung mit dem Fall. Gefragt sind Fachexperten, die entsprechend ihre Bewertung abgeben. Und danach soll die Ultima Ratio gebraucht werden, falls es zu keinem Ergebnis kommt. Zur Frage 7 bis 21, 23 und 24, 28 und 29. In erster Linie braucht es jetzt einmal Maßnahmen und Entscheidungen auf politischer Ebene. Ob rechtliche Schritte überhaupt erforderlich sein werden, hängt von der Teilnahme am Prozess und den daraus folgenden Schritten der Stadt Wien ab. Allfällige rechtliche Schritte sind aus meiner Sicht die allerletzte Möglichkeit, die man wählen sollte, um einen den Anforderungen des UNESCO-Welterbeskonformen Umgang mit dem historischen Zentrum zu erzwingen. Zur Frage 22. Die für das Weltkulturerbe in der Stadt Wien verantwortlichen Personen waren im Workshop Mitte März sowohl auf Verwaltungsebene als auch durch die politische Ebene vertreten. Dabei wurde das klare Bekenntnis zu einer ernsthaften Teilnahme an den vorgeschlagenen Maßnahmen abgelegt. Ich wiederhole, wir müssen zurück zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Thematik. Zur Frage 27. Wesentliche Maßnahmen sind die Etablierung von Managementplänen und eines operativen Welterbemanagements in der österreichischen Welterbestätte, eine Neustrukturierung der Zusammenarbeit mit ICOMOS Österreich, ICOMOS International und dem Welterbezentrum. Zur Frage 30. Im Interesse der Erhaltung des historischen Zentrums Wien soll nicht über Versäumnisse der Vergangenheit referiert werden, sondern über die künftige Entwicklung. Ich bringe mich daher sehr aktiv ein und werde, wie beschrieben, auch durch die Ermöglichung des Dialogs Maßnahmen ergreifen, damit das Welterbezentrum erhalten bleibt. Vielen Dank. Er wolle sich als Vermittler zwischen der Stadt Wien und der UNESCO auftreten und wünsche sich eine Rückkehr zu sachlichen Argumenten, sagt Kulturminister Gernot Blümel. Rechtliche Schritte gegen die Stadt Wien will er nur im äußersten Notfall beschreiten.